So, wir sind jetzt in Rohwik angekommen. Wir wissen zwar nicht wirklich, wo das ist. Das heißt, wir sollten zuallererst mal gucken, ob diese Stadt jetzt hoffentlich einen Ausgang hat, also außer den Hafen. Die letzte Stadt war ja da nicht so zuvorkommend. Die hat uns einfach gesagt, nö, du kommst hier nur mit dem Boot weg. Ah, das schaut gut aus. Also, jetzt mache ich das mal ein bisschen koordinierter. Stift und Zettel liegen anbei. Wir haben als nächsten Hafen Chalsingor. Darunter schreibe ich dann Gudasunden. Gudasunden. Kort. Die Namen kommen mir jetzt schon bekannt vor. Die habe ich ja letzte Folge als Mantra quasi wiederholt. Auch wenn ich sie jetzt schon wieder vergessen habe, obwohl es gerade erst 5 Minuten her ist. So, was haben wir hier? Arren. Dann kommt Bremen. Und dann kommt Skjal. So, jetzt schauen wir nochmal zum Hafen. Den könnten wir genau sagen, wie weit die Schiffe fahren und wie viel sie uns bringen. Warum ist dann noch ein Ausgang im Osten? Na gut, soll uns nicht interessieren. Wir wollen zurück zum Hafen. Und der war. Das war der Ausgang zum Hafen? Sollte doch eigentlich am Wasser sein, oder? Die Städte werden echt immer komischer. Also hier waren wir eben gerade. Und hier ist der Hafen. Na gut, wir haben ein Schiff nach Orwell und ein nach Manrin. Die Namen sind nicht auf meiner Liste. Also ich glaube, Orwell war weiter nordöstlich. Und Manrin habe ich noch gar nicht gehört. Das wird dann wahrscheinlich auf dieser Insel im Nordwesten sein. Also sagen wir mal nein. Und erfragen ankommende Schiffe. Die nächsten 2 Tage wird wohl kein Schiff kommen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir werden von hier aus zu Fuß weiterreisen müssen. Wir sind also da. Wir würden gerne dahin. Ne, wir wollen nicht nach Orwell. Jetzt sagt nicht, es gibt nur diesen einen Ausgang Richtung Osten und keinen nach Süden. Also vielleicht ist der Weg ja irgendwie unpassierbar und deswegen können wir ja noch nicht nach Süden lang, aber es ist schon ein wenig ärgerlich. Und 2 Tage hier totschlagen, also mindestens 2 Tage hier totschlagen, finde ich nicht so angenehm. Was machen wir jetzt? Wir könnten auch das Boot nehmen und dem Fluss folgen, in der Hoffnung, dass der Fluss dann auch wirklich weitergeht. Ich kann euch ja nochmal ganz kurz die Karte hier zeigen. Das Fluss, der Reiseweg führt hier hin. Und mit etwas Glück können wir von hier aus ein Boot den Fluss entlang nehmen. Obwohl das Gebirge hier ein wenig irritierend ist. Das könnte bedeuten, dass der Fluss wirklich unterirdisch irgendwie da durchgeht und nicht begehbar ist oder befahrbar ist. Aber das wäre ein richtig schön direkter Weg nach Skjal. Da würden wir uns jede Menge Zeit sparen. Na gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir reisen nach Orwell. Der Weg windet sich an der Steilklippe entlang. Unter euch könnt ihr im Roviksfjord einzelne Torwallerschiffe erkennen. Nach einiger Zeit wird der Pfad jedoch so schlecht, dass ihr an der Klippe entlang kraxeln müsst. Oh, das ist nicht gut. Vorsichtshalber seilt ihr euch an. Gut, dass wir ein Seil dabei haben. Jetzt kommt an eine Stelle, an der ihr mehrere Dutzend Meter klettern müsstet. Wollen wir das Wagnis auf uns nehmen oder lieber umkehren? Also die meisten Charaktere haben Klettern ja gesteigert, aber trotzdem ist das ganz schön gefährlich. Nee, wir kehren um. Das ist zu gefährlich. Wir müssen ja nicht unser Leben riskieren, nur um 1, 2 Tage da zu sparen. Das heißt, wir gehen jetzt in das Gasthaus, das jetzt hoffentlich auch ein richtiges Gasthaus ist und keine Taverne. Und schlafen hier. In einem Einzelzimmer für 2 Nächte. So, zuallererst machen wir mit Tal nicht mit Yallen. Wir machen mit Talana einen Stabzauber, der hoffentlich klappt. Misslungen. Aha. Na gut, und können die Elfen auch meditieren? Leider habt ihr keinen Tonnes dabei.
Und die haben eh recht viel Astralenergie, also bräuchten sie das gar nicht. Talana müsste eigentlich meditieren, aber die hat ja gerade schon den Stabzauber versucht, also wird das auch nicht klappen. Na gut, dann schlafen wir halt. Ein Tag, zwei Tage. Da müssten eigentlich fast alle voll sein. Ja, sehr schön. So, der Hafenmeister sagte mindestens zwei Tage keine Schiffe. Wie schaut's denn jetzt aus? Es liegt kein Schiff im Hafen. Im Laufe der nächsten Tage kommt ein Schiff nach Manren. Das ist schon wieder der Name, den wir nicht gehört haben. Und das heißt auch, dass in den nächsten Tagen keine anderen Schiffe kommen, oder? Drücken wir ihm nochmal einen Silberling in die Hand. Nee. Das kann doch nicht sein. Wir sitzen hier in irgendeinem Kap fest und der einzige Weg hier raus führt nach, mit einem Schiff, der irgendwo Gott weiß wohin fährt. Oder an einer Steilklippe entlang. Dann halt die Steilklippe. Aber wenn da jetzt einer stirbt, dann weiß ich auch nicht. Also wir kommen wieder an eine schwierige Stelle und wir nehmen das Wagnis auf uns. Ihr hangelt euch an der Wand entlang und mehr als einmal rutscht einer von euch mehrere Meter in die Tiefe und kann sich nur an einem Felsvorsprung festhalten. Doch nach fast einer Stunde habt ihr es geschafft. Ihr legt eine kurze Pause ein und reist weiter. Das hätte echt nicht sein müssen. Was haben wir jetzt? Der Weg macht hier eine Biegung auf dem Fjord zu und als ihr einen großen Felsblock umrundet habt, entfaltet sich vor euch ein majestätischer Anblick. Eine Hängebrücke überquert hier den Orviksfjord. Eine Strecke von 300 Schritt in 150 Schritt Höhe über dem Wasser. Und ihr müsst überqueren, um nach Rovik zu gelangen. Wollen wir die Brücke überqueren oder unsere Höhenangst bekämpfen? Was auch immer wir da tun könnten. Aber das sollten wir auf jeden Fall machen, denn mehrere unserer Helden haben Höhenangst. Wir haben die Option, uns zu betrinken, um die Höhenangst zu mindern. Wir können magisch unseren Mut erhöhen oder uns anderweitig Mut zusprechen. Ich bin dafür, wir betrinken uns. Ihr erreicht schweißgebadet, aber glücklich das andere Ufer. Und da sagt mal einer, Alkohol sei keine Lösung. So, und wir können uns ausruhen. Das haben wir uns auch verdient. So, Mürren geht jagen. Findet Wasser, aber keine Tiere. Das ist schade, denn wir haben nichts mehr zu essen. Das habe ich nämlich vergessen einzukaufen. Tirik hat noch eine Ration. Nicht gut, gar nicht gut. Kräuter suchen, Jallen, 3 Stunden. Und oh, 5 Tanelen und 4 Einbeeren, das ist sehr schön. Ja, wenn man so weit ab von der Zivilisation ist, bringt das schon mehr. Und jetzt kommen wir hoffentlich gleich in dem Dorf an. Oder kämpfen gegen Goblins. Wirklich mal dahin. Du verschwendest keine Magie. Du gehst mal weg. So, du fängst den da ab. Abwarten. Und du schlägst mit auf den ein. Abwarten. So, du hilfst da unten auch mit, damit er ganz schnell stirbt. Abwarten. So. Alle auf den Goblin. Goblins sind noch schwächer als Orks. Das heißt, der Kampf müsste eigentlich recht schnell vorbei sein. Aggressiv. So. Versuchen wir es ein bisschen zu konzentrieren. Also den Schaden zu konzentrieren. Die 3 schlagen alle auf den ein und Gwendol und Kirogon oben auf den in der Mitte. So. Wenn Talana gleich nochmal dran ist, lasse ich sie noch eine Runde möglichst weit weg von den Goblins laufen und dann kann ich Computerkampf anstellen. Und der ist schon abgehauen. Na gut, dann halt zu dem. Das heißt, eventuell ist jetzt mit dem Computerkampf schon erledigt. So. Jetzt hauen alle nochmal zu. Und mit etwas Glück oder Pech, je nachdem, verdrücken sich die Goblins schon, bevor Talana wieder dran ist. Obwohl, ich kann ja jetzt schon einstellen. So, keine Magie. Und macht sie nieder. G.
Gerogon trifft Gerogon für 2 Trefferpunkte. Na, wenigstens hat er seine Waffe nicht zerstört. Hm? Ja, Talana, du bist zu weit weg. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Sie war gleich 2 miteinander dran. Na komm schon, das sind nur Goblins. Oh, 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 Talana hat 7 Schadenspunkte bekommen. Komm, komm, komm. Greif nicht Talana an. Vielleicht keine so gute Idee, den Goblin da so einzukerkern. Ah, doch. So, 30 Abenteuerpunkte. Und gleich das nächste. Schon aus geraumer Entfernung könnt ihr das Gebell von Wölfen und das ängstliche Blöken von Schafen vernehmen. Als ihr näher kommt, seht ihr, wie ein Rudel von gut einem Dutzend Wölfe gerade blutige Ernte unter einer Schafsherde hält. Der Schäfer hat sich angsterfüllt auf einen Baum geflüchtet. Eine Horde, also 12 Wölfe. Und sie töten eigentlich nur Schafe. Der gesunde Menschenverstand würde sagen, lasst die Finger davon. Aber wir sind ja schließlich Helden und wir können ja immer ein wenig Astralenergie verwenden. Also stürzen wir uns heldenhaft in den Kampf. Und das sind wirklich ein Dutzend Wölfe. Vielleicht war das keine so gute Idee. Du... Geh dahin. Ah, keine Aktionspunkte mehr. Ja, da werden wir jetzt ganz schnell ganz viel Astralenergie verschießen. In der Hoffnung, das Rudel einigermaßen zu dezimieren, bevor die uns alle umzingeln. Ah, das wird nicht gut enden. Die werden jetzt jeden Nahkämpfer zu dritt umzingeln. Und dann auf die Elfe und die Magierin losgehen. So, kannst du von hier aus jemanden treffen? Kampf. Fulmen. Den Wolf, sehr schön. Ja, die halten nicht allzu viel aus. Es waren gerade 11 Trefferpunkte. Also vergleichbar mit einem Ork. So, du... Kommst du an einen ran? Ja, der eine, der schräg steht. Kampf. Fulmen. Den da. Und noch einer weg. Schon sind es nur noch 10. Wobei 10 immer noch eine recht imposante Zahl ist. Gibt es hier nicht einen Alpha-Wolf, den wir umhauen können? Damit ihr alle flieht? Das wäre ja ganz praktisch. 15. Oh, das war ein guter. So, schon sind es nur noch 9. Gwillan hat 3, Tirik hat 2, Gerogon hat noch gar keinen an sich. Gerogon sollte eigentlich in den östlichen Bereich laufen. Also hier so hin, um die ganzen abzufangen. Also geh mal dahin. Und warte ab. Dann dürften die Elfen und die Magierin freie Fahrt haben. So, du gehst dahin und schießt den Alleinstehenden an, der auf dich zustürmt. Genau den da. Misslungen. Ah. Und die Astralenergie wird langsam knapp. Also die Elfen können jederzeit auf ihre Bögen wechseln, aber Talana hat da nichts wirklich als Alternative. Greift mal den an. Den greift Tirik auch gleich an. Mit etwas Glück geht er auch so schon down. So, du. Wen kannst du angreifen? Den da ganz hinten. Sehr schön. Zaubern. Kampf. Fulmen. So, die Linie folgen auf den Grimmwolf. 10 hat auch schon gereicht. So, ist auf jeden Fall machbar. Ich denke mal, die werden auch nicht allzu viel Schaden verursachen. Aber ich gehe da lieber beim ersten Kontakt auf Nummer sicher. Jetzt weiß ich im nächsten Kampf, dass die Grimmwölfe nicht ganz so... schon wieder ein bisschen lang. Dass die Grimmwölfe nicht ganz so stark sind. Dann können wir auch ein wenig die Astralenergie einsparen. Aber so ist es schon mal okay. Angriff auf den da. Aggressiv. Du immer noch auf den. Der ist ja schon angeschlagen. So, du hast noch Energie für ein Fulmen. So, auf dich. Ah, misslungen. Na gut, du versuchst jetzt nochmal ein Fulminictus zu machen, obwohl du schon recht wenig Astralenergie hast. Und wieder misslungen.
Nee, das wird so nix. Du greifst ihn an. Das heißt, Talana geht, sichert sich gleich ab und die Elfen versuchen das dann mit ihren Bögen zu regeln. Du versuchst noch ein Quäntchen Astralenergie rauszuholen für noch einen Fulmin. Reicht nicht. Na gut, dann Waffe wechseln auf Langbogen. Und auf den da schießen. Sehr schön. Du hast gar keine Astralenergie mehr. Das heißt, du wechselst gleich auf Langbogen und schießt auf Talanas Übeltäter. 7 Trefferpunkte, sehr schön. Dann haust du da jetzt einfach mal drauf. In der Hoffnung, kurz zu treffen. Ja. Wäre ja auch zu viel verlangt. Nicht jeder ist Girugon und kann mit bloßen Händen Leute zum Platzen bringen. Du gehst dahin und schießt darauf. Sauber. So, ich glaube, jetzt ist es langsam sicher genug, um Computerkampf einzustellen. Hier können wir das Ganze in Ruhe betrachten, wie es zu Ende geht. Und falls irgendjemand zu viel Schaden nimmt, kann ich es ja immer noch abbrechen. Aber das sieht gerade sehr gut aus. Mal gucken, was der Schäfer danach zu sagen hat. Wahrscheinlich lächelt er nur dankend und sagt, ihr habt eine sehr gute Tat getan. Und das war's dann für uns. Aber sei es drum. Wirklich Gold oder dergleichen werden wir nicht großartig von ihm bekommen. Das wäre auch ein wenig albern. Ist ja schließlich nur ein einfacher Schäfer. Aber vielleicht irgendeine nützliche Information hier aus der Umgebung. Das wäre ganz praktisch. Also wir können nicht erwarten, dass er irgendwas über Hügelig und das Schwert weiß. Aber vielleicht irgendwas, dass hier in der Nähe besondere Kräuter wachsen oder wie man einfach durchs Gebirge kommt. Sowas wäre schon ganz praktisch. Denn so ein Sturz in die endlosen Tiefen wird keiner unserer Helden überleben. Das ist vollkommen egal, wie viele Lebenspunkte er hat oder was für eine Rüstung er trägt. So, die letzten 3 Wölfe werden umzingelt. Die Elfen gehen leider mit ihren Bögen in den Nahkampf. Das finde ich ein wenig schade. Aber das kriegen die auch so hin. So, letzter Wolf. Komm schon. Wer hat die Ehre? Wendelin. 78 Abenteuerpunkte. Schön, schön. Erleichtert steigt der Schäfer von seinem Baum herunter. Zwar sind viele seiner Tiere tot oder vertrieben, aber er hat wenigstens noch sein Leben. Den Zwölfen sei Dank, dass ihr mich gerettet habt, edle Reisende. Ich weiß nicht, wie ich euch meinen Dank zeigen soll, denn ich bin ein armer Mann und habe eine Frau und 6 Kinder zu ernähren. Aber es mag mich interessieren, dass dies keine gewöhnlichen Wölfe waren. Sie wurden von Gora ausgeschickt, einem üblen Druiden, der sich hier irgendwo in der Nähe im Wald versteckt hält. Er herrscht über viele wilde Tiere und schickt sie aus, um alle Anwohner einzuschüchtern. Nur die Macht von Umbrig Siebenstein in Orville verhindert, dass er sich dem ganzen Landstrich unterwirft. Es heißt, er sei mit den finstersten Finsternis im Bunde und habe seine Seele für unerschöpfliche Kraft geopfert. Oh, das schreibe ich mir nochmal auf. Also, in Orville, da waren wir gerade, oder? Oder reisen wir da gerade hin? In Orville, guter Druide? Oder irgendein Magier, nehme ich mal an. Also Gora ist der Böse und Umbrig Siebenstein verhindert das ganze Böse. Umbrig Siebenstein. Schreibe ich mal hin, Jagd Gora. Also meine Notiz ist jetzt, in Orville guter, Umbrig Siebenstein jagt Gora, böse, böser Druide. So, habt nochmals vielen Dank, ihr Helden. Wenn ihr jemals wieder in diese Gegend kommt, fragt nach Chore dem Schäfer. Ich werde euch stets zu Diensten sein. Gehabt euch wohl. Ja, gehabt dich wohl, Chore. Wir sind jetzt in Orville, das passt ja. Speichern wir gleich mal ab und in der nächsten Folge suchen wir diesen Umbrig mal auf, wo wir schon mal hier in der Nähe sind. Auch wenn sich dieser böse Druide recht gefährlich anhört. Ups, das war jetzt gerade LP 137, das dauert noch eine Ecke. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.